Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 25. April 2023. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, und ich bin gestern fleißig gewesen und habe schon mal das Horoskop für den Monat Mai aufgenommen. Auch spannend. Und das verlinke ich euch dann wie gewohnt unter den Shownotes, in den Shownotes unterhalb des Videos oder aber auch, ihr geht direkt auf 1961 Boom, meinen zweiten YouTube-Kanal, für die, die es noch nicht wissen, und guckt es euch dort an, wenn ihr wollt, für den Mai diesen Jahres. Ja, aber jetzt sind wir natürlich erstmal hier im April noch, am 25. April heute nämlich, und ganz interessant ist, dass am 1. Mai der Pluto rückläufig wird. Merkur ist ja schon rückläufig, noch bis 15. Mai, aber Pluto wird am 1. Mai, also am kommenden Montag, wird Pluto rückläufig. Das bedeutet aber, dass er jetzt sich schon quasi nicht mehr wirklich bewegt. Er hängt hier quasi auf 0 Grad Wassermann, 021, hängt er fest und es geht im Grunde weder vor noch zurück. Und das bedeutet, dass auch plutonische Prozesse, Transformation, Wandlung so ein bisschen auf der Stelle treten gerade. Bestimmte Entwicklungen laufen jetzt nicht unbedingt weiter, sondern stagnieren so ein bisschen in diese Richtung. Pluto wird dann am kommenden Montag rückläufig werden und wird im Juni dann sogar in den Steinbock zurückkehren, wird aber noch zweimal zwischen Steinbock und Wassermann hin und her pendeln, bis er dann Ende, ich glaube im November 2024, dann endgültig in den Wassermann eintritt. Also die großen Ereignisse, die mit dem Wassermann-Zeitalter, der großen Transformation der Menschheit und so weiter, über die schon berichtet wurde, die werden sich höchstwahrscheinlich dann frühestens irgendwie Ende 2024 oder 2025 zeigen. Jetzt sind wir noch quasi so in dem Übergang. Wir sind noch sozusagen im Tunnel. Und da ist es dunkel. Wir können nicht unbedingt sehen, was auf der anderen Seite ist. Das nur mal so als Hintergrundinformation. Ja, und Merkur im Stier rückläufig. Ich hatte gestern schon ein bisschen was dazu gesagt, bis zum 15. Mai ist Merkur rückläufig. Das bedeutet, auch ich könnte davon ein Lied singen, dass im Alltag oder auch im Beruf manchmal so Dinge, so Abläufe nicht so funktionieren wie sonst. Es gibt manchmal technische Probleme oder eben man erkennt oder beachtet etwas nicht. Aber dieser rückläufige Merkur ist hervorragend dazu geeignet, eben Dinge aufzurollen, Sachen auf der Spur zu kommen, gerade auch, weil er im Stier ja sowieso der Merkur relativ langsam, aber gründlich ist, kann man auch mal seinen Gedankenspuren, seinen Gedankenstrukturen, seinen meist manchmal auch unbewussten Gedanken mehr auf die Spur kommen und vielleicht erkennen, was wir so da vor uns hindenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle korrigierend eingreifen. Nicht? Änderst du dein Denken, änderst du auch deine Welt. Heute Aspekte Sonne, Sextil, Saturn, andersrum, hier haben wir es, ne? Sextil, 60 Grad Aspekt, ein schwach harmonischer Aspekt zwischen Sonne und Saturn, Sonne im Erdzeichen Stier, hier auf dem Mondknoten in Verbindung zu Saturn, kurzfristig macht hier der Mond dann da auch ein schönes Dreieck draus, bedeutet im Grunde heute, der Aspekt ist heute um 12.48 Uhr, also heute Mittag exakt, die Möglichkeit, wenn dementsprechender Antrieb und Bemühen vorausgesetzt, kann hier mit Sonne Saturn, können hier Dinge, die Disziplin und Beharrlichkeit erfordern, angegangen werden. Man kann eine Menge wegschaffen. Ne? Es ist so ein bisschen, steht die Pflicht im Vordergrund, aber durch den harmonischen Aspekt funktioniert das dann auch. Kann auch so ein bisschen so eine grundernsthafte Stimmung sein, aber auch das ist nicht übertrieben. Mittags läuft die Sonne dann da schon wieder raus. Ja, in einem Kommentar gestern wurde ich nach der Venus im Zwilling gefragt. Ja, Venus, ja der Planet der Liebe und der Werte, zeigt sich immer da im Zwilling, woran haben wir Spaß, was macht uns Freude.
Und im Zwilling hat die Venus eben Freude an Begegnung, an kleinen Veränderungen, an Kommunikation, an Wissenserwerb, an Austausch von Wissen mit anderen. Venus ist im Zwilling unvoreingenommen und aufgeschlossen, also eine gute Konstellation für Begegnung. Allerdings manchmal auch etwas oberflächlich und sprunghaft und nicht so in die Tiefe gehend. Mit Venus im Zwilling kann es sein, dass wir auch in Dingen, die die Venus angehen, also in Beziehungen oder Werten, dass wir uns da schwer festlegen können, was natürlich für den anderen, der mit uns vielleicht eine Beziehung eingehen will, manchmal schwierig sein kann, ne, weil man will ja schon gern wissen, woran man ist, ne, und Venus kann dann mal das gut finden. Also wie gesagt, in einer polaren Welt gibt es nichts ohne sein Gegenteil. Und so gibt es keine Stellung, die nur gut oder nur schlecht wäre. Alle Stellungen haben gute Seiten und haben schwierige Seiten. Ja, der Mond als Tagesanzeige der Energie nach dem Neumond vom Donnerstag zunehmend ist jetzt gestern Abend ins Zeichen Krebs gelaufen, wo er bleiben wird bis zum Donnerstag. Also haben wir heute und morgen Mond im Krebs. Und das ist ja auch sein Zeichen. Der Mond ist im Krebs zugeordnet. Hier fühlt er sich zu Hause. Hier kann er so richtig sich in seinen Emotionen suhlen, hätte ich beinahe gesagt. Ne, also da ist eine sehr emotionale Stellung. Und zusammen hier mit dieser erdigen Stiersonne, ist es auch möglich, den Gefühlen Raum zu geben. Sie dürfen sein. Und das sollten sie auch sein. Das Bedürfnis, das der Mond im Krebs hat, ist ja dieses Bedürfnis nach emotionaler Zugehörigkeit, nicht? Weil die Sicherheit, die der Mond im Krebs sucht, die findet er nicht unbedingt durch Geld oder Immobilien, sondern die findet er eben durch Vertrautheit. Menschen, Orte, Dinge, die vertraut sind, die geben dem Mond im Krebs Sicherheit. Deswegen findet man ja so oft auch Messis unter krebsbetonten Menschen, weil diese Dinge für sie eben tatsächlich auch eine emotionale Bedeutung haben, nicht? Wenn wir nur die materielle Bedeutung sehen, dann können wir natürlich Dinge, die nicht mehr funktionieren oder alt sind, wegschmeißen. Aber wenn sie mit emotionaler Bedeutung versehen sind, dann heben wir vielleicht auch den Teddy auf, der schon einen Arm und ein Auge verloren hat. Alles in Ordnung, ja, und das ist das, was der Mond im Krebs sucht, diese emotionale Vertrautheit, diese emotionale Sicherheit, und deswegen zieht es ihn in Bekanntes auch, und deswegen hält er auch fest an bestimmten Dingen, so, und mit Mond im Krebs sollten wir eben schauen, wo und wie finde ich einen Raum, Menschen, Bereiche, die mir aufgrund der Vertrautheit mit ihnen emotionale Sicherheit gibt. Denn wenn wir uns emotional sicher fühlen, dann haben wir auch Selbstvertrauen. Und mit diesem Selbstvertrauen können wir genau die Dinge dann tun oder in Gang setzen, die uns dann wiederum Sicherheit geben. Soweit das Tageshoroskop heute vom Dienstag. Morgen am Mittwoch gibt es ein weiteres. Das Monatshoroskop Mai verlinke ich hier. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.